Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht es mal wieder um die mobile Version von Apex Legends, die sich scheinbar zum Release schon grundlegend von den anderen Plattformen unterscheiden wird. Ich meine jetzt nicht die Optik oder wie sich das Spiel steuern lässt. Wenn wir es mit dem Handy steuern, ist auch eine Möglichkeit, übrigens mit Controller zu steuern. Komme ich aber gleich noch zu, denn ich habe jetzt schon Gameplay von der mobilen Version. Team Deathmatch ist gerade in der Beta, 6 vs 6, sehr interessant. Auf was ich aber eigentlich hauptsächlich heute hinaus will, was es noch als Extra in der mobilen Version geben wird. Und das ist ein Extra, was ich mir für die Original-Apex-Version sogar wünschen würde. Und da bin ich jetzt schon mal auf eure Meinung gespannt, ob ihr das auch geil finden würdet. Und es würde grundlegend mehr Variablen ins Spiel bringen, nämlich eine Call-of-Duty-Variable, Perks, die wir freischalten können, was ich extrem genial finde. Ich zeige euch eine Liste von 16 Perks, die wir freischalten können. Bei 4 habe ich aber nur die Beschreibung, finde ich sehr interessant. Wir fangen einfach mal mit dem ersten Perk an und sie unterscheiden sich zwischen Tier 1 und Tier 5. Wir haben hier zum Beispiel ein Tier 5 Perk. Findest du einen Gegner, wird die aktuell ausgerüstete Waffe sofort nachgeladen und du verbrauchst keine Munition dabei. Dann haben wir, und hier unten links sehen wir, es gibt so eine Art Apex Credits, wie man die freischaltet. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir einfach nur zocken müssen und irgendwann, wenn wir weit, weit fortgeschritten sind, kannst du die Perks halt für immer freischalten. Und ich gehe mal davon aus, dass du, was weiß ich, zwischen zwei Perks wählen kannst, die du fest drinne hast, wie man das bei Call of Duty eben auch kennt, wobei es verschiedene COD-Teile gibt, wo man auch deutlich mehr Perks aktivieren kann. Dann haben wir hier zum Beispiel, wenn du eine SMG wie die 99 zum Beispiel, die R99 benutzt, hast du 5% höheres Movement. Sollte bei SMGs sowieso klar sein, dass man da ein bisschen schneller ist. Dann haben wir hier noch einen Perk, der sehr interessant ist, klingt sehr nach Watson oder eben Octane, nur dass es hier, wie gesagt, bei Watson das Schild betrifft. Bist du außerhalb eines Gefechts, regenerierst du ein Schildpunkt pro Sekunde. Dann haben wir hier noch, wenn du einen Gegner gefinisht hast, ist deine taktische Fähigkeit sofort wieder aufgeladen. 4 von 16 Perks, wo ich jetzt schon die Beschreibung hatte, ich fange jetzt nicht an, hier irgendwie zu versuchen, in die anderen Perks irgendwas reinzuinterpretieren. Aber eins würde ich jetzt einfach mal sagen, Tier 3, das Goldene, ist wahrscheinlich wie bei Octane. Du regenerierst Lebenspunkte und so weiter und so fort. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt, was die Perks betrifft. Würdet ihr das geil finden, mal abgesehen von der mobilen Version, in den ganz normalen Plattformversionen, PlayStation, PC, Xbox, Switch, hast du nicht gesehen? Ich würde es geil finden, es ist eine Änderung. Klar, viele werden jetzt sagen, ja, man muss es ja nicht alles abgucken von COD und so weiter und so fort. Ich würde es cool finden, bin ich ganz ehrlich. Ich zeige euch jetzt noch ein Gameplay von dem Team Deathmatch, was ich auch sehr interessant finde. Artillerie, 6 vs 6. Ob es eine Begrenzung zwischen den Legenden gibt, sieht man, glaube ich, jetzt hier nicht ganz so genau. Was ist, ich könnte jetzt 6-mal zum Beispiel einen Bloodhound ausgewählt werden. Das glaube ich jetzt einfach mal nicht. Ich denke, die Legenden müssen sich unterscheiden. Hier sehen wir, dass wir frei zwischen den Waffen scheinbar wählen können. Das kann natürlich sein, dass sich das noch ändert. Wir scheinen hier nicht wie im Arena-Modus uns erste Mal, ich sag mal, Credits freispielen zu müssen, sondern wir können sofort zwischen den Waffen wählen. Ich gehe aber mal davon aus, dass hier wahrscheinlich noch irgendwelche Anpassungen kommen werden. Und dann geht es eigentlich schon los. 6 vs 6, wie gesagt. Wir gehen mal von der Optik weg. Die ist natürlich nicht die geilste Optik. Das muss man einfach mal sagen. Und was mich auch mal interessieren würde, wäre die mobile Version was für euch? Und ja, man wird wohl auch die mobile Version mit dem Controller zocken können, aber ganz wichtig, es gibt für Controllerspieler keine Vorteile, denn die Macher von der mobilen COD-Version hängen hier in dieser Version von Apex auch mit drin und es soll so sein, dass Controllerspieler auf dem Handy nur mit Controllerspielern auf dem Handy connecten und nicht mit welchen, die halt ganz normal das Touchpad vom Handy benutzen. Was ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache finde, sodass du nicht irgendwelche Nachteile hast. Ja, ich bin mal gespannt, wann wir endlich in den Genuss kommen, hier in Europa
die mobile Version als Beta-Variante mal testen zu dürfen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin jetzt auf eure Kommentare gespannt, ob das sowas für euch wäre. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Start ins Wochenende. Bleibt gesund, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.